Hallo ihr Lieben, nochmal. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei World of Warcraft. Ich habe gerade mal ein bisschen Taschen aufgeräumt und den Knatzelfiedler haben wir jetzt leider auch nicht mehr. Und ja, das habe ich nämlich entzaubert. Oh mein Gott. Und habe das andere Schmuckstück oder Ring oder was es war angelegt. Aber okay. Wir werden das auch ohne Knatzelfiedler schaffen, hoffe ich zumindest. Und jetzt schauen wir erstmal, dass wir zurück zum Gipfel kommen. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Aber es sieht gut aus. Lass uns mal aufsatteln. Ja! Andale! Nein! Das ist sehr nett hier. Scheiße. Die Brücke war kaputt. Nein, warum tut ihr mir das an? Okay, ich setz mich mal, wir essen was, ich entspanne mich. Warum komme ich jetzt nicht an den Haken? Scheiße. Warum sagt denn keiner was? Kann da mal bitte irgendeiner ein Schild hinstellen? Achtung, kaputte Brücke. Ich freue mich halb tot, dass ich da drüber reiten kann. Ich sehe aber hier auch nichts. Ich könnte versuchen, auf das Dach zu springen. In welche Richtung gucke ich denn? Ach, ich sitze. Ich sitze. Jetzt stehe ich wieder. Okay, es nutzt nichts. Springen! Nein! Am Dach vorbei. Okay, aber hey, wir sind wieder unten. Was habe ich noch zu essen? Ach, guck mal hier. Ich habe noch feurige Kalamares. Hau ich mir die doch gerade mal in den Kopf, ey. Kriegen wir irgendwas, kriegen wir denn hier? Kritischen Trefferwert. Na super. Oh Mann, für welche Stufe waren die? 91. Ach so. Ja, okay. Bringen jetzt nicht ganz so viel. Naja, dafür sind wir jetzt direkt wieder bei Klingenbö. Oh Gott. Warum? Der lässt mich nicht einfach durch, ne? Helnos, dir geht's gut. Das freut mich. Klingenbö, mein Freund. Tachchen. Ja, schade. Ich dachte, du lässt mich einfach mal vorbei, weil ich dich beim letzten Mal schon so eingeschüchtert habe. Nein, dann eben nicht. Dann machen wir dich eben nochmal um. Oh, war ja, ey. Aber hey, ich bin nicht gestorben. Ich stehe hier mitten im Gebritzel. Wunderbar, ey. Oh, nein. Ja, das sind so die Probleme, mit denen man hier so zu kämpfen hat. Jedenfalls ich. Ach, hör auf mit deinem scheiß Gebritzel, ey. Das hilft dir sowieso nicht. Oh, mein Gott. Jetzt reite ich da hoch und dann, wenn die Brücke kommt, vergesse ich es wieder, ne? Könnt ihr drauf wetten. Ach, nee. Darf man gar keinem erzählen, ne? Ich weiß. So, jetzt ist mein Mana auch gleich alle. Ach, komm, jetzt fall um da oben. Echt, ey. Werde ich doch nicht so blöd. Ah, boom, sag ich ja. So, gib mir deinen Panzer hier. Ah, rauf aufs Pferd. Oh, nee, jetzt echt jetzt. Ey, wirklich wieder den ganzen Weg. Oh, ich will nicht nochmal. Ich hab doch erst. Warum? Komm, ey. Diese Berge hier, die. Das ist einfach nichts für mich. Kann ich nicht einfach hier mal versuchen? Guck mal, hier so vorbei. Ist mir egal. Ich pull euch alle. Leckt mich fett. So, hier. Bitteschön. Könnt mich mal haken. Komm, nimm den Haken. Nimm den Haken. Nein. Hier, nimm den. Mädchen, bitte, Alter. Ich glaube, ich mache die Aufnahme nochmal. was? Warum bin ich denn jetzt hier? Was? Ich verstehe kein Wort gerade. Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum ich kein Geist bin, aber hey. Nehmen wir das mal als gegeben hin. Ja, du, Helnus. Weißt du? Mir auch nicht.
Ich bin selber schuld. Aber ich hatte jetzt echt keinen Bock, mich da gerade noch mal durchzukämpfen. Ja, ist ja gut, ey. Oh Gott. Ich hatte jetzt echt keinen Nerv. Ich habe gedacht, ich krieg den blöden Haken. Das wird hier wieder die Fail-Folge des Jahrhunderts, ey. So, ja, du auch noch. Komm her. Helnos muss im Moment hier ganz schön leiden mit mir, ich weiß. Aber wir kriegen das. Ich bin mir sicher. So, ich möchte looten. Ach, echt. So, komm mal her jetzt hier. Es kann doch nicht so schwer sein. Da hoch. So, jetzt bin ich hier. Es nutzt mir aber gerade auch nicht wirklich was, ne? Da oben an der Brücke war ja auch einer. Ne, der ist zu weit. Das heißt, wir müssen hier durch. Den Haken kriege ich nicht. Ja, jetzt ist mir hier der Sturm aber im Weg. Ich bin gerade völlig durch die Wurst jetzt. Muss ich mal sagen. Du? Müsst ihr mich aber mal. Alter, jetzt geh auch darüber, Mädchen, ey, wirklich. So, noch einmal. Oh, den Loot lasse ich jetzt, wo der Loot ist. Der ist mir jetzt gerade. Oh, man sieht hier aber auch nichts. Hallo, ich möchte hier an den Haken. Ja, Hellnaus, es tut mir leid, mein Freund. Du musst hier echt was mitmachen mit mir, ne? So, da ist meine Brücke. Also bald kenne ich den Weg. Lässt der mich mal vorbei? Nein, er lässt mich nicht vorbei. Warum auch? Zum wievielten Male treffe ich denn jetzt auf den hier? Auf zum dritten Mal oder so? Kann das sein? Ja, so kriege ich die Folgen natürlich auch rum. Ach, so, danke. Ich finde es irgendwie tragisch, ne? Im Kampf sterbe ich jetzt hier nicht so, aber hier mit diesen Klettergeschichten, ey, das wird mir nochmal den Hals brechen. Aber wie schön ich da vorhin gelandet bin, ne? So, jetzt nicht vergessen, die Brücke ist kaputt. Hier, diese Brücke, Fräulein, ist kaputt. Wir steigen jetzt ab. Wir werden jetzt darüber uns schwingen. Kann die mal einer reparieren hier? So, jetzt bin ich wieder hier. Euch brauche ich nicht mehr töten. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss nach da, ja. Schwere Geburt hier, ey. So, hier rüber. Mann, 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 Mann. Wo ist mein. Ach, da. Guck mal, da ist mein Fragezeichen. Was für ein Theater. Mein Lieber, wie heißt du? Fethir. Theater, ich sag's Der dir. Sturm ist mit Was? Ihr mir. sollt dafür belohnt werden, den Torig Nir Golf zu haben, ja, und dreimal in die Tiefe gestürzt. Wenn ihr wirklich den Segen unserer Brut wünscht, dann helft uns, diese Geisel aus unserem Haus zu vertreiben. Ich versuche mein Bestes. Dafür stehe ich tief in eurer Schuld. Meine Nachkommen konnten sich nicht gegen die Teufelskorn wehren und hätten als Sklaven geendet. Das heißt eigentlich als und wären als Sklaven. Ne, ist auch egal. Ihr seid eine wahre Freundin. Gern geschehen. Was hast denn du für mich? Schulter? Hände. Okay, wir nehmen. Da geht der Krit aber auch wieder so weit runter. Hier, ich nehme die Schulter. Okay? Okay. Schulter anlegen, danke. Obwohl, wartet mal, wenn ich gerade dabei bin, dann können wir hier das gerade schon mal wegmachen. Verstopft mir nur das Inventar. So. Heute haben die Teufelskorn erfahren, was wahre Stärke bedeutet. Sie werden es sich zweimal überlegen, noch einmal die Klingen gegen euch zu erheben. Okay. Dankeschön. Dank eurer Hilfe konnte Trymiaris aus den Klauen dieses grässlichen Dämons entkommen. Sie bat mich, auf euch zu warten und euch zu ihr zu bringen, wenn ihr eure Feinde ausgelöscht habt.
Sie hat unsere Brut am Gipfel des Thorimshorn versammelt und plant einen Gegenangriff. Würdet ihr uns dabei unterstützen? Kommt drauf an, was ich kriege. Ich kriege Artefaktmacht. Alles klar. Fürchtet nicht den Sturm. Dann machen wir das. So, muss ich jetzt mit dir Ich reden? stehe Ah, euch zur wenn ihr hier Seite. fertig seid, sprecht mich an. Ich bringe euch zum Gipfel. Alles klar. Dann flieg mich mal da Mögen hoch, die bitte. Winde euch Ach Gott, ey. tragen. Die Dreckhierter haben unseren uralten Pakt gebrochen. Nun werden sie die Konsequenzen spüren. Wie schon da? Echt? Gott, hätte ich doch laufen können, immer. Kein Problem für mich. Bloß nicht abstürzen. Alter Schwede, ey. So, wir sind irgendwie da. Ja, das sieht gut aus. So, Mutti. Die Dreckier-Jar müssen bezahlen. Bevor wir fortfahren, möchte ich euch eine Gabe der Torignir zuteil werden lassen. Erhebt euer Artefakt, Fremdling, und wappnet euch. Dies könnte euresgleichen Unbehagen bereiten. Her mit dem Wir Scheiß. wohnen dieses Land nicht Wie einmal ein ins eure Elend Ganze. Habt ihr uns vor einem elenden Schicksal bewahrt? Aha. Ihr habt die Prüfung des Willens Mit Ach bestanden und Krach. und dazu einen Verbündeten gewonnen. Cool. Erhebt eure Waffe, Fremdling, und empfangt die Macht des Sturms und des Donners als Zeichen des Wohlwollens für eure selbstlosen Taten. Okay, cool. Meine Kinder schreien nach Rache. Für meine Brut seid ihr wahrlich eine Heldin. Ab heute habt ihr mächtige neue Verbündete, Fremde. Der Gottkönig tut gut daran, euch zu fürchten. So, was hast du denn hier Schniekes für mich? Erhöht durch Seelen die behaltene Heilung um 10%. Erhöht den Schaden. Aufmerkeln, Tartarus. Aha, keine Ahnung, ich nehme das. Schaden ist immer gut, nehme ich an. Cool. Donner des Schmerzes. Ihr habt euch als würdige Verbündete der Thorignir erwiesen. Wir werden euch unsere Stärke verleihen. Zuvor habe ich allerdings noch ein Anliegen an unseren neuen Champion. Der Drache, der euch zu mir geführt hat, wartet nur darauf, blutige Rache an den Vrykul zu üben. Ich möchte, dass ihr diesen Drillkir ja gemeinsam zeigt, was es bedeutet, den Zorn der Thorignir zu wecken. Egal, ob sie Teufelskorn sind oder nicht, ihre Bosheit hat meiner Brut Leid zugefügt. Ihre Schuld muss mit Blut bezahlt werden. Sprecht mit Fethir, wenn ihr bereit seid. Fliegt mit Fethir und tötet 150 Verbündete. Der steigt Okay, mit Wildtier empor ich und bin bereit. demonstriert diesen Vrykul den blanken Zorn des Ja, Sturms. bla bla. Ah, da oben. Machen wir doch alles. Wir machen doch alles. Das ist doch überhaupt kein Problem. So, mein Freund, ich soll mal mit dir sprechen. Angriff. Ah. Oh. Bis des Donners. Und was ist das? Angriff aus nächster Nähe. Aha. Und wo müssen wir hier? Oder was? Ah, alles klar. Was? Wer greift an? Sturmdings soll ich entfachen. Aha. Okay, ich entfache. Ich entfache, was das Zeug hält. Oh, da sind eine ganze Menge. Cool, da steht einer allein auf dem Berg. Da. Hier mitten rein. Da ist irgendwas Dickes. Da mitten rein. Da mitten rein. Okay, Die cool. Unwürdigen werden von den Sturmwinden zerschmettert. Ja, mein Der Freund. Sturm wird Kobalt aus diesem Land. Der Sturm wird Kobalt spürt den Zorn der Thorignir. Okay, das ist cool hier. Das hat auch Spürt keine den Zorn der Aufladezeit. Thorignir. Das kann ich dauernd casten. Das ist witzig. Ja, hier drauf, da drauf, hier. Ach, das sind ja ganz viele. Sehr cool, alles klar. Ah, Mann, das sind aber wirklich viele hier. Was denn? Was ist denn kaputt? Habe ich was kaputt gemacht? Nee, ich bin fertig, oder?
Bin ich fertig? Ich mache noch mal ein bisschen weiter hier. Hast ja nichts dagegen, oder? Liegst du mich jetzt automatisch zurück? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, mein Freund. Sieht gut aus. Aber ich kann noch ein bisschen hier... Guck mal. Ja, deswegen. Ich werde bereit sein, wenn ihr mich braucht. Cool. Es scheint, ein Bote erwartet euch. Mögen die Sturmwinde euch tragen. Okay, danke fürs Fliegen, mein Freund. Das war eine lustige Quest. So, wer bist du denn? Hugin? Hugin, aha. Der Rabe krächzt und Havis Stimme dringt in euren Kopf. Die Prüfung hat gezeigt, dass ihr wahrhaft mächtig seid. Doch Heldenmut ist eine gänzlich andere Bestie, die es noch zu zähmen gilt. Prüfung des Willens. Ah, guck mal, wir schleppen uns hier so langsam durch. Wunderbar. So, mein Freund, was hast du denn? Die Prüfungen gehen weiter. Havis Stimme hallt erneut durch euren Kopf, während der Rabe euch weiter anstarrt. Um Mut zu finden, müsst ihr Zwiesprache mit den Knochen halten. Doch zuvor müsst ihr euch vorbereiten. Trefft euch mit Havi in Valdisdal. Okay. Zwei Prüfungen sind geschafft. Eine verbleibt. Mhm. Ihr müsst den Segen der alten Könige erlangen. Doch sie sind tot. Und ihr seid es nicht. Aha. Es gibt jedoch jemanden, der die Brücke schlagen kann. Okay. Trefft mich in Valdisdal und ich erzähle euch mehr. Okay. Ist das jetzt gut, dass ich noch nicht tot bin, oder ist das eher schlecht? Man weiß es nicht. Aber ich arbeite ja hier daran, dass ich nicht mehr lange am Leben bleibe. Ich gebe mir ja viel Mühe, mich überall runterzustürzen. Und warum regnet es jetzt hier wie aus Kübeln? Weil wir in Sturmheim sind, ne? Ich weiß. Das ist dieselbe Musik wie in Nordend in Dings. Bei den Frühkohl. Hessen, das Gebiet, wo man startet. Wenn man die Karte... Moment. Wenn man die Karte vor sich hat auf der rechten Seite. Nee, Drenor? Nee, nach Drenor will ich nicht. Ich will nach Nordend. Danke. Heulender Fjord, dankeschön. Der heulende Fjord, der hatte die Musik auch. So, hier haben wir doch auch noch Zeug. Okay. Also, der Regen macht die Sicht jetzt hier nicht wirklich besser, ne? Kann ich jetzt nicht behaupten. Ich würde ganz gerne mal da unten gerade gucken. Ich stürze mich mal wieder hier runter. Ich sehe überhaupt nicht, wie tief das hier ist. Ach, das ist verdammt tief. Wellenskornhafen? Aha, aber guck mal, hier haben wir ein Ding. Das nehme ich doch mal. Gib mir das mal. So, und jetzt? Da ist eins auf dem Dach. Oder was? Komme ich da hin? Oh, wieso? Moment, da unten ist noch eins. So, komme ich jetzt auf das Dach? Hast du... Ach, Mädchen, nein, du sollst nicht denselben Haken anvisieren. Den hier wollte ich. Da habe ich doch auch hingeklickt, sag mal. Bin ich besoffen oder was? So, und jetzt bin ich hier auf dem Dach. Und das hilft mir gerade gar nicht, aber da ist ein Haken. Jetzt kommen wir runter. Das ist schön. Ach, hier. Da. Nein, hör doch mal auf damit, du hohle Fritte. Ach komm, ey, echt. Ich bin nicht gel... Oh, ich hab doch da drauf geklickt. Also, es macht mich fertig, echt. Ich habe diesen blöden Haken da auf diesem blöden Dach, habe ich doch eben angeklickt. Hier, da, klick. Jetzt mach auch. Echt. So. Oben. Truhe. Danke. Fernrohr. Cool. Nutzt uns aber nichts. Meine Fresse, ey. Echt. So, jetzt haben wir den. Was ist das hier? Captain Fred. Oder so ähnlich. Kann man den von hier aus denn mal irgendwie sehen? Du bist nicht der Captain Fred. Ah, okay.
Mann, aber auch. Komme ich jetzt wieder? Komme ich denn da? Dahin bitte. So, Dankeschön. Und ich soll aber darüber. Darüber ist die Frage. Ist darüber jetzt oben oder ist darüber unten? Ich sehe überhaupt, also ich sehe vor lauter Regen überhaupt keinen Haken mehr hier, ne? Das ist Kacke. Den Haken bitte. Ich finde das mit den Haken echt cool, aber es ist schon, ich will jetzt nicht sagen schwierig, aber also manchmal will es einfach nicht so. So, wir nehmen jetzt hier die Stufen nach unten. Das scheint mir irgendwie gerade sicherer. So. Einmal um die Kurve, nochmal um die Kurve. Okidoki. So, wir sind wieder auf festem Boden. Wunderbar. Wer seid ihr denn hier? Hehlhund? Ja, okay. Na dann. Ja, aber wenn ich jetzt hier unten bin, dann kann ich auch gerade nach dem Captain mal gucken gehen. Nö? Och, was will denn der Falke jetzt von mir? Alter, zisch ab, ey. Horn des Höllenschlunds? Oh, oh. Aber ich glaube, da muss ich hin. Ach, du ahnst das nicht. Ob das jetzt so eine gute Idee hier ist, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ihr Lieben. Aber wenn mal in das Horn blasen. Ich blas mal, ne? Ach ja. Dann wollen wir mal gucken, was... Ach du, Alter. Seid ihr das hier? Ja, könnte sein, ne? Vielleicht hätte ich doch erstmal die ganzen Leute hier ummachen sollen, bevor ich in das Horn blase. Ah ja, okay. Komm her, du. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe Helnus dabei, der hilft mir. Kein Problem für mich. So, diesen hier und diesen hier. Aber anscheinend kommen die nacheinander. Kann das sein? Das wäre mir sehr angenehm. Ja. Ja, dann komm. Komm her, du. Komm, trau dich. Kein Problem. Wenn ihr nacheinander kommt, finde ich super nett. Müssen ja auch nicht immer 20 Leute gleichzeitig auf mich drauf springen, oder? Kann ja wirklich mal nacheinander gehen. Ich weiß nur noch nicht, wie wir dann hier rauskommen, aber okay. Schauen wir dann mal, nicht wahr? Ah, guck mal, da ist der Captain sowieso. Okay. Du bist der Letzte aus dem Boot, oder was? Sehe ich das richtig? Helnus geht's gut, das ist die Hauptsache. So, diesen noch und diesen noch und dann bist du um. Einmal looten. Okay. Ruhm des Recken. Was willst du denn hier? Mach. Ach komm, mach. Mhm. Hallo? Hallo? Okay. Ja. Irgendwas ist mit meinem Spiel echt kaputt, oder? Jetzt kriege ich dieses blöde Ding hier nicht weg. Oh komm, ey, bitte. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Oh, nee. Naja, dann bleibt's halt da. Könnt ihr euch den Scheiß hier durchlesen? Das Spiel hasst mich. Echt, es hasst mich. Jetzt ist es weg, alles klar. Oh Gott, ey. So. Oh Gott, ich bin völlig durcheinander hier. Was ist denn hier noch alle? Oh, hier ist so viel Zeug, ey. Ich sehe aber auch nichts. Das ist jetzt mein Problem eigentlich. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss jetzt. Man sieht ja hier die Hand vor lauter Augen nicht. Vor lauter Nebel und Regen und... So, ja, hier macht den Hund da noch um, bitte. Ah, wie komme ich denn jetzt hier unten wieder raus? Um Gottes Willen. Helnus, ich möchte mal looten, danke. Wie komme ich hier wieder weg? Das ist die Frage. Ich sehe ja überhaupt gar nichts. Gibt's denn hier irgendwie einen Weg? Nee. Rein theoretisch könnte ich aber, also laut der Karte könnte man ja hier vielleicht irgendwie da so hoch, aber... Da hoch? Ja, wenn ich was sehen würde, ne?
Dann könnte man da vielleicht auch nach oben. Ach, guck mal hier. Okay. Ach, nee, lasst mich mal durch, Freunde. Ich habe jetzt echt gerade keinen Nerv für euch. Mann. Ja, das kann. Da kannst du sogar recht haben, mein Freund. Weil ich gar nicht so richtig weiß, wo ich hier lang muss. Und warum? Alles wegen dem blöden Captain. Und dem blöden Haken und überhaupt. So. Jetzt bin ich schon mal wieder ein Stück höher. So, seht ihr mal, und in der Richtung ist doch da auch wieder was. Ja, so komme ich doch nicht weiter, ey. Was haben wir denn hier? Ja, Treasure Chest, okay. Das ist ja schön. Und irgendein Mob. Du bist nicht der Mob, ne? Nee, du bist ein Falke. Muss ich aber wenigstens auch gucken. Das kann ich doch hier nicht so, das geht doch nicht. Bist du das? Ja, du bist das, ne? Du bist das, mein Freund. Aber die Treasure Chest sehe ich trotzdem irgendwie nicht. Was ist mit der da? Ach, da müssen wir wieder grabbeln. Aber hier, die müsste doch rumstehen. Komm. Helnos, komm, wir machen den hier um. Der ist der Tarben. Aha, von mir aus. Jarl des Wellenskornhafens. Na, von mir aus. Boah, was machst du mit meinem Helnos? Mach keinen Scheiß, ey. Haut der ihm mal fürchten drauf oder irgend sowas? Kann ja nicht wahr sein. Hier, könnt ruhig näher kommen, ihr zwei. Die haben da hinten ihren Spaß miteinander. Die ignorieren mich hier voll weg. Weiß jetzt nicht, ob ich das gut finden soll. Naja. Saugen wir ihm mal ein bisschen das Blut ab. Ich glaube, ich bräuchte gleich mal ein bisschen Mana. Mana, Mana. So, der ist um. Okay. Ja, aber die Treasure Chests habe ich jetzt da immer noch nicht. Da oben. Da. Wie komme ich denn da mal hin? Hier, hallo? Da in dem Haus? Da möchte ich gerne... Ja, hallo? Da, ja. Nein. Nicht runter. Da hoch. Guck mal, da oben ist dem seine Hütte. Da möchte ich jetzt gerne hin. Ach, nicht so hektisch, junge Frau. Nicht immer so hektisch. Dann kommen wir doch da auch bestimmt hin, wo wir hin wollen. Alter, ihr habt da aber hier mal versteckelt, ey. Her damit. Ne, hier, das kannst du abhaken. Nix Inventar ist voll. Ich glaube, ich spinne, ey. Mein Inventar ist voll. Ich krieg gleich einen Schreikrampf. Echt. Hier, schmeiß mal das Ding da raus. Was ist das denn? Tarotkarten mit Wasserflecken. Alter, die bringen aber richtig Kohle. Die will ich aber haben. Das, was ist das denn hier? Abgenutzte Hakenklaue. Die kommen raus. So, oh. Steck um Gottes Willen diese Statue ein. Was denn das haben wir doch gerade bekommen? Nee, das will ich nicht haben. Das möchte ich nicht. Das werden wir mal hier von seinem Elend befreien. Und das war Artefaktmacht. Okay. Wir werden jetzt mal hier aufräumen. Lernen. Das ist ja unfassbar, was ich alle eingesammelt habe. Eieieiei. Du warst auch Artefaktmacht. Du warst ein Relikt. Du warst Artefaktmacht. Artefaktmacht. Da ist noch so eine Statuette. Das war ein komisches Relikt. Macht. Ja, wir können wieder skillen. Alles klar. Das muss erstmal weg. So, das war ein Relikt. Ich steige hier gar nicht mehr durch. Artefaktmacht. Relikt. Okay. Das ist mal ein bisschen Platz gemacht hier, nicht wahr? Nicht wahr? So, und das war jetzt was? Achso, ach, rumkräbeln hier. Okay, können wir jetzt irgendwie hier die olle Dings abgeben und uns mit dem Heini da treffen? Wie weit bin ich jetzt vom Kurs abgekommen? Geht eigentlich, okay. Ich sehe halt einfach nur nichts. Das ist mein Problem. Alter Schwede. Also da habt ihr mir jetzt aber hier keinen Gefallen mitgetan.
Wir müssen nach oben. Okay, wir müssen hoch, aber wo denn? Ich habe keine Ahnung, weil ich nichts sehe. Ja, ziehen wir hier gleich wieder Akku, ist klar. Oh nee, ey, das nervt mich jetzt aber gerade. Guck mal, hier geht's hoch. Jetzt nervt's mich gerade, weil ich nichts sehe. Jetzt habe ich gleich alle gepult. Okay, was mal ab. Dann machen wir die beiden jetzt erstmal weg. Schleppen uns hier irgendwie den Berg hoch. Ja, weil hier zeigt doch der Pfeil. Ach nee, der zeigt nach oben. Nee, nee, ist richtig. Okay. Jetzt war ich verwirrt. So. Dann kämpfen wir uns mal hier bei ihm weiter. Ihr könnt nicht entkommen. Oh, ich klappe, Alter, ey. Lass mich einfach nur noch hier durch. Ich bin schon wieder bei 30 Minuten ungefähr. Das ist der Wahnsinn. Gibt's bei euch auch mal Sonnenschein hier? Ich meine, muss ich einfach mich hinsetzen und vielleicht warten, bis die Sonne scheint, damit ich mal hier irgendwas sehe? Oder regnet's immer bei euch? Also wie die gucken, regnet's hier immer, ey. Ja. Was will denn der Falke jetzt schon wieder? Alter. Was ist? Mensch. Hör auf damit, ey. Es nervt. Oh, siehst du? Hast du davon? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Aha, hier ist irgendwas. Ah, guck mal. Das Tagebuch des Beobachters. Relikte der Vergangenheit. Der Tagebucheintrag scheint in Eile geschrieben worden zu sein. Ich weiß nicht, was aus meinem Dorf geworden ist. Seit sich die Nebel über den Hafen gelegt haben, sind die Bewohner ganz anders. Ja, sag ich ja. Die gucken so, weil... Ja, ne? Genau. Einige sind aggressiv und gewalttätig, andere scheinen schlicht verrückt geworden zu sein. Viele sind raus in den Nebel gelaufen und nicht zurückgekehrt. Normalerweise können wir uns in solchen Zeiten auf unseren Anführer Jarl Taben verlassen, aber leider ist auch er vom Nebel verschluckt worden. Ich weiß nicht, was jetzt aus mir wird. Vorerst kann ich nur auf meinem Posten bleiben und auf der Hut sein. Sucht nach Hinweisen, die Auskunft über das Schicksal des Wellenkornhafens geben. Okay. Machen wir. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Urgäfter Schinder. Oh nee, komm hier lang. Wir gehen zum Fragezeichen, Fräulein. Wir hören jetzt mal auf, hier rumzuzappeln überall. Was ist denn unser... Ich sehe nix hier vorne. Ist da eine Wand? Oder geht's hier bergab? Oder was ist das hier? Ist eine Wand. Super, wir müssen nach oben. Wie komme ich denn da jetzt hin? Oh, Alter, nicht. Zeig mal. Ja, von da wäre ein Weg gegangen, oder wie jetzt? Hesse. Toll, da oben. Wie komme ich da hin von hier? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich reite mal hier so. Hier lang, hier rum vielleicht. Das sieht doch ganz gut aus, macht einen guten Eindruck. Da würden wir eventuell zu dem Kerl kommen. Wie heißt der? Urgef. Aha. Urgef, mein Freund. Kann man dich von hier irgendwie sehen? Da ist der Urgef. Ah, cool. Dich nehmen wir als nächstes aufs Korn. Aber ich versuche jetzt erstmal, hier irgendwie hinzukommen. Wo ich hin will. Ich will nach da. Da ist doch ein Weg. Das sehe ich auf der Karte. Oh Gott, ey. Ich finde die Gegend total schön. Das möchte ich mal kurz anmerken, aber ehrlich, dieser Regen und diese Dunkelheit und dieser Nebel macht mich fertig hier gerade. Ich sehe die Hand vor Augen nicht, aber wir sind angekommen. Hurra, ihr Lieben, wir sind angekommen. Als erstes wird der Flugmeister anvisiert. Wunderbar. Oh, alles Klärchen. So, dann geben wir beim nächsten Mal ab, ihr Lieben, und bis dahin, eure Trin.